gleich mal anhalten. Moped läuft nur auf 3 Zylindern. Hallo, hier ist der Driver. Mal wieder unterwegs bei so einem schönen Wetter. Ach, das Wetter wird jetzt so langsam immer besser. Wir sind kurz nach Lindlar, sind wir jetzt, und wollen zum Unbergturm. Da ist der Nighty. Mal gucken, wer da noch alles erscheint. Ein kleines Rundchen drehen. Herrlich, wir haben hier 20 Grad, das ist optimal. Ja, das ist eine schöne Strecke dahin zum Unberg, finde ich. Aber was mir jetzt in letzter Zeit immer aufgefallen ist, gleich an Bikertreffs unterhalte ich mich ja mit vielen Menschen und Leuten und Bikern und so weiter. Wollte ich mal klarstellen, das ist echt ein Trugschluss. Wenn ich mit einem unterhalte, dann sage ich immer, und also aus Spaß, also Spaß, ja, aus Spaß, und abonnieren nicht vergessen. Dann die meisten, nee, das mache ich ja nicht, das mache ich nicht, das kostet ja was. Sobald man hört, abonnieren kostet was, aber das kostet nichts, wirklich. Auch liken, sind sogar noch viele der Meinung, registrieren kostet auch was. Das ist alles umsonst auf YouTube. Wie gesagt, auf YouTube ist das alles kostenlos. Also, noch einmal, das kostet wirklich nichts. Auf YouTube zu abonnieren. Du kriegst ja auch immer schön eine Benachrichtigung, wenn neue Videos von euren Abonnenten hochgeladen werden. Ja, das wollte ich mal gesagt haben. Meine Frau und ich vorhin, da habe ich so ein 30-Schild gesehen. Da waren wir gerade am Überlegen. Da stand Werktag und heute haben wir ja Samstag. An Werktagen 30 fahren, ist Samstag auch ein Werktag, haben wir gerade überlegt. Eigentlich nicht. Weil ich habe schon mal ein Knöllchen gekriegt beim Parken. Ist schon mal länger her. Da stand auch nur an Werktagen. Da habe ich auch zu meiner Frau gesagt, ach, wir haben heute Samstag, kein Werktag. Wir sind mal wieder gekommen, zack. Knolle an der Scheibe. Da muss ich mal zu Hause informieren, ob Samstag jetzt ein Werktag ist oder nicht. Aber normalerweise nicht. Samstag ist Wochenende. Warum bin ich jetzt hier richtig zum Unbergturm? Ich meine ja. Ja, hier sieht er noch feucht aus. Oh, vorgestern habe ich einen neuen Reifen. Ich sag mal die ersten paar Meter so ungefähr mit dem Reifen. Hinten natürlich. Ich mache das nicht. Wofür soll ich den Vorderreifen neu machen, wenn der noch gut ist? Also bei mir ist halt so 2 Hinterreifen, 1 Vorderreifen. Also nächstes Jahr spätestens oder Ende des Jahres. Gehe ich mal von aus, da werden alle beide Reifen fällig. Dann habe ich ja die Qual der Wahl, was für Reifen ich hole. Weil wenn der hinten noch fällig wird, dann ist klar, was ich mir einhole, den ich auch vorne drauf habe. Ich darf ja nur von einer Sorte fahren, glaube ich. Ich habe gesagt, ja, natürlich meine Frau Maiwe ist auch mit, die sitzt bei mir hinten drauf.
Ein Film auch schön. Aber das hier ist echt eine schöne Strecke, muss ich schon sagen. Wie sieht das mit den Reifen aus, Leute? Wie lange fahrt ihr denn ein? Also ich persönlich fahre, glaube ich, nicht so lange ein. 10, 20 Kilometer, mal kurze Kurve gefahren. Und das reicht. Manch einer ist in der Meinung, dass wir Gas geben. Naja, aber die ersten Kilometer bin ich vorsichtig. Da war so eine komische Schmiere drauf. Und da habe ich auch schon mal gehört, dass manch einer mit Möbelpapier bearbeitet, mal eben kurz drüber, damit der Schmier weggeht. Aber ich weiß es nicht. Ich mache den einfach drauf und fahre. Aber es ist immer ein schönes Gefühl, neuen Reifen, weil da sind ja so Hubbels in der Mitte, sage ich mal. Konnte man jetzt zum Schluss gar nicht mehr sehen. Dann wurde es ja doch mal Zeit, den zu wechseln. Weil wenn sie mich anhalten, habe ich nichts mehr verdient. Ich muss die Anzeige, ich glaube eine Anzeige gibt da dann Punkte. Und dann noch einen neuen Reifen kaufen, da habe ich ja gar nichts verdient. Was ist denn der Gegend hier? Manchmal sieht das so schlecht aus, das Wetter, wenn ich die Sonnenblende runter habe. Mal kurz hoch machen. Ne, sah nur so aus. Oh, nächste Woche, Sonntag, kann ich schon meinen Aufruf starten, fahren wir zum Anlassen zum Nürburgring. Aber dieses Event, das geben wir ja morgen und übermorgen nochmal auf Tourenfahrer NRW. Preis? Wir stellen das rein in die Gruppe, genau. Wo, wie, wann und wer? Auf Facebook. So, selber fahren hier, die Landschaft ist ja schön. Aber ich weiß ja nicht, ob das für euch manchmal langweilig ist oder ob da lieber mal eine, ob ich mal eine Stadt fahren kann. Ich kann ja mal eine, durch Köln fahren. Mitten durch Köln an der Ringe oder so, da ist immer der Teufel los. Jetzt sind wir hier so richtig schön am Land. Ich glaube, das gehört hier schon zum Oberbergischen Kreis. Noch ein Mopedfahrer. Oh, das war die Super Duke, glaube ich. Hat den Namen Duke. Ich weiß gar nicht, wie viel Himmelkusen heißt der hier. Ja. Gleich mal anhalten. Moped läuft nur auf drei Zylindern. Thank you.
Läuft nur auf drei Zylindern. Sind wir hier überhaupt richtig? Marienheide, da gibt's Marienheide oder ist das mein kommt dann meiner Zagen? Ich weiß es nicht. So ein Mist. Läuft wieder. Ja, aber. Ich hab mal den Benzinhahn umgeschaltet. Vielleicht ist der Benzinhahn verdreckt gewesen oder so. Ja. Oder du hast den Tank entlüftet, ne? Ja. Läuft wie immer. Ja, und ich habe alle Zündkerzenstecker nochmal abgemacht und wieder drauf. Muss ich, diese Woche habe ich ja genug Zeit mal zum Nachgucken, richtig. Ja, ich weiß jetzt, wo das ist. Ja. Die ist auch schon hier.